Guten Morgen miteinander. Ich bitte euch, an euren Sitzplatz zu gehen. Nochmal ein herzliches Guten Morgen. Ich bin im Kantonsratssaal. Das zugestellte Schutzkonzept, das habt ihr alle bekommen. Ich bitte euch, das zu beachten, insbesondere das Tragen von der Maske, wenn auch ihr am Sitzplatz seid. Und auch bei den Voten ist Maskenpflicht. Ich bitte euch darum, deutlich ins Mikrofon zu reden. Maskenpflicht ist für alle anwesenden Medienschaffenden auch. Und das Einhalten von dieser Hygiene- und Abstandsregelung ist trotz Maske immer noch wichtig. Ich begrüße auch herzlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer von den Heimen, dem Büro und unterwegs. Die heutige Sitzung wird wieder via Livestream übertragen. Damit alle Ratsmitglieder optimal im Bild erscheinen, bitte ich euch wieder auch bei dieser Sitzung zu den Voten aufzustehen. Grundsätzlich ist Ess- und Trinkverbot hier im Kantonsratssaal, das aufgrund von der sensiblen Technik, die wir auf dem Pult haben. Da wir aber auch keine Pause haben und genügend Flüssigkeit wichtig ist, dürfen Getränke in verschließbaren Flaschen mitgenommen und konsumiert werden. Die Flaschen sind während der Sitzung aber nicht auf dem Tisch zu deponieren. Ich danke euch für die Einhaltung dieser Regeln. Ich komme zu den Entschuldigungen. Für die heutige Sitzung sind folgende Entschuldigungen eingegangen. Der Jörg Kreibühl ist ferienhalber anwesend und lässt sich für die ganze Ratssitzung entschuldigen. Der Andreas Moser ist ebenfalls ferienhalber anwesend und auch er ist die ganze Ratssitzung entschuldigt. Die Lena Hafen wird am Nachmittag an einer Weiterbildung teilnehmen und lässt sich somit für den Nachmittag entschuldigen. Der Gianluca Bardini muss am 20.11. die Sitzung verlassen, ist aber am Nachmittag wieder bei uns. Der Lukas Bäuerle muss die Sitzung aus beruflichen Gründen ca. um 14:45 verlassen und Miriam Fries wird am 15:30 wegen einem Impftermin ebenfalls der Martin Abele am 15:45 die Sitzung auch wegen dem Impftermin verlassen. Diesen beiden wünsche ich natürlich alles Gute, toi toi toi, für den zweiten Peaks. Der Stadtrat Martin Merki vertritt die Stadt Luzern an der Frühlingskonferenz von der Städteinitiative Sozialpolitik. Er wird die heutige Sitzung darum nach der Behandlung vom B&A zur Sicherheit und Prävention im öffentlichen Raum, also nach dem Traktandum 5, verlassen. In eigener Sache habe ich einen Wunsch an euch. Wie ihr alle wisst, neigt mein Präsidialjahr langsam am Ende zu. Und ich habe zu meiner Wahl ein Widmungsbüchli erhalten. Und ich würde mich freuen, wenn der eine oder der andere von euch noch ein Statement oder eine Widmung mir reinschreiben würde. Natürlich ist das freiwillig, wer Lust und Freude dazu hat. Brigitte Gisler wird es nachher in Zirkulation geben. Ich danke euch dafür. Wir kommen zu den dringlichen Vorstössen. Folgende dringliche Vorstösse sind termingerecht eingereicht worden. Die dringliche Interpellation 101 von Nico van der Heijden und der Lena Hafen namens der SP-Fraktion vom 14. Mai 2021. Drohender Rechtsstreit der VBL AG. Der Stadtrat opponiert der Dringlichkeit. Nico van der Heijden, als Erstunterzeichner, haltest du an der Dringlichkeit fest? Ja. Nico van der Heijden hält an der Dringlichkeit fest. Du hast das Wort zur Begründung von der Dringlichkeit.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. In der Fraktion bei uns bin ich immer der, der gesagt hat, dringliche Interpellationen kann es gar nicht geben. Und jetzt habe ich doch eine eingereicht. Sie ist aus meiner Sicht dringlich, weil die Vorgänge der VBL sind von höchem öffentlichem und politischem Interesse. Und weil bei einer Verzögerung gibt es massive Kostenfolgen für die Stadt und somit auch für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Mehr hier innen und die gesamte städtische Bevölkerung haben also ein Anrecht darauf, heute zu erfahren, was für Folgen die Causa VBL für unsere Finanzen wird haben. Somit sind beide Kriterien für Dringlichkeit gemäss dem Geschäftsreglement gegeben. Ich danke Ihnen, wenn Sie die Interpellation heute mit mir diskutieren und der Dringlichkeit zustimmen. Besten Dank. Ich habe eine Wortmeldung aus dem Rat. Thomas Gfeller. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, geschätzter Stadtrat. Das, was Nico von der Heide gesagt hat, dann können wir von der SVP-Fraktion absolut zustimmen. Wir sehen das auch, die Interpellation als dringlich. Was wir allerdings als gefragt haben, und da stelle ich eine Frage an den Stadtrat, wenn jetzt die Interpellation dringlich erklärt wird, würde das bedeuten, dass wir die Antworten mündlich bekommen oder legen die uns in schriftlicher Form vor? Wenn das nicht so ist, dass die nicht in schriftlicher Form vorliegen, dann würden wir auf die Dringlichkeit verzichten, wenn wir uns versichern können, dass wir bis am 24. für auf die nächste Ratssitzung entsprechend eine Antwort in schriftlicher Form vorliegen hätte. Weil wir möchten nicht, dass wir das Ganze rauszögern, respektive über die Sommerpause hinwegnehmen. Das wäre vielleicht von unserer Seite her ein Kompromiss, Nico. Ich weiss nicht, ob du dich dazu könntest zustimmen. Merci. Ich habe noch eine Wortmeldung von Andreas Felder für die CVP. Ja, geschätzte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, für uns von der CVP ist die Dringlichkeit nicht gegeben. Ich danke Nico für die ehrlichen Worte im Hinblick darauf, dass eine Interpellation eigentlich nur schwer dringlich sein kann. Insbesondere werden ja nur Fragen gestellt, also Folgen hat es ja dann nicht direkt, aber ja, selbstverständlich kann man das anders auslegen. Aus unserer Sicht, was ich einfach noch einbringen möchte, wir haben auch Fragen gestellt zum Hintergrund, also jetzt nicht direkt im Hinblick auf einen Rechtsstreit, sondern zum Hintergrund Finanzierung von der Stadt, von der VBL, relativ ausführliche Fragen und ich möchte darum beliebt machen, dass man jetzt da nicht an der Dringlichkeit festhalten tut, sondern zuwarten würde. Ich gehe davon aus, dass man die Fragen dann mehr oder weniger auch gerade zusammen könnte behandeln, wahrscheinlich, und das würde uns allen einen Mehrwert bieten. Merci vielmals. Die nächste Wortmeldung geht an Christa Wenger. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Frau Stadträtin und Herren Stadträt, liebe Anwesende. Wir von der Grünen, schon wieder Rot-Grün. Wir von der Grünen, Junggrünen Fraktion würden gerne die Dringlichkeit festhalten. Einerseits wirklich aufgrund des öffentlichen Interesses, ob uns jetzt das gefällt oder nicht. Und ich finde es auch sinnvoll, dass man gleich so einem grossen Stadtrat die Möglichkeit gibt, mitzudenken, für einen politischen Handlungsbedarf abzuklären. Mir würde aber im Grunde genommen gefällt mir der Vorschlag von Thomas sehr. Wir fänden es aber auch eine Möglichkeit, dass wir heute an Dringlichkeit festhalten und quasi im Nachhinein die schriftlich, also die Beantwortung, die mündlich, wird schriftlich öffentlich machen. Ich denke, das erleichtert gerade aufgrund des öffentlichen Interesses das Ganze außerordentlich. Merci. Die nächste Wortmeldung geht an Silvio Bonzanigo. Guten Morgen, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Frau Ratspräsidentin. Ich würde an der Dringlichkeit gerne auch festhalten und den Vorschlag von Thomas Gfeller finde ich interessant. Ich glaube, das wäre ein Weg, wo vor allem am Parlament dient ist. Die mündlichen Auskünfte, die sind so ein bisschen wabank. Man kann nicht mehr darauf zurückkommen. Und ein zweites möchte ich noch einbringen. Die Öffentlichkeit interessiert die Geschichte ausgesprochen heftig. Wenn wir es jetzt nicht dringlich machen, hat gegenüber der Öffentlichkeit ist nach wie vor Erklärungsbedarf. Nachfragen bei der VBL werden mit einem laufenden Verfahren begründet abgelehnt. Nachfragen im Stadtrat werden mit dem gleichen Hinweis abgelehnt. Das dient alles der Öffentlichkeit nicht. Darum finde ich den Weg richtig, was Thomas Gfeller vorschlägt.
Dann habe ich noch mal eine Wortmeldung von Nico van der Heijden. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich finde den Vorschlag vom SVP-Fraktionssprecher sehr gut. Mit dem könnte ich mich einverstanden erklären. Da müsste sich aber der Stadtrat noch dazu äußern. Was der Andreas Felder vorgeschlagen hat, zuwarten, das möchte ich auf gar keinen Fall. Weil, also, dringlich ist die Interpellation auch deswegen, weil dann allenfalls weitere politische Schritte müssen folgen, je nachdem, was für Antworten kommen. Und der Anwalt oder die Anwältin, die wird jetzt engagiert von der VBL und das kostet jetzt Geld und da kann man nicht warten bis nach dem Sommer. Besten Dank. Ich habe keine weitere Wortmeldung aus dem Rat und gebe das Wort der Finanzdirektorin Franziska Bizzi. Ja, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, gerne lege ich noch eine Begründung vom Stadtrat an, warum nicht dringlich. Ich tue die Definition nicht wiederholen, haben wir es zwar aufgeschrieben, weil wir haben unterschieden bei den 5 Fragen, die gestellt sind in der Interpellation, was der Inhalt von denen ist. Die ersten 4 Fragen, die beziehen sich auf die 16 Millionen Forderung. Die Positionen, die von der VBL, von den Parteien, vom VVL, vom BAV, die ist über Interview in der Zeitung, Medienmitteilungen, sind die Positionen der beteiligten Parteien hinlänglich bekannt. Es handelt sich um das Hängungsverfahren. Der Zeitpunkt der Beantwortung der vorliegenden Frage hat keinen Einfluss auf die rechtliche Beurteilung und den laufenden Prozess. Also der Anwalt bei der VBL ist schon lang engagiert. Der hat ja bereits für die Beurteilung, wie man vorgehen soll, umfassende Auslegeordnungen gemacht. Also das, die Begründung, die steht, die muss man nicht jetzt erarbeiten. Hingegen die 5. Frage, die bezieht sich auf die vom Kanton vorgeschlagene Neuausrichtung vom Verbundrat. Die Beantwortung von dieser Frage hat der Stadtrat eigentlich als dringlich eingestuft, die erfüllte Dringlichkeitskriterien. Da ist am 10. Mai eine Kurzvernehmlassung zum Thema eröffnet worden. Und aufgrund der Frist, die war, hat der Stadtrat die Stellungnahme zu der Frage 5 in seiner Medienmitteilung vom 28. Mai schon publiziert. Damit ist das Anliegen von der Frage 5, nämlich die Haltung vom Stadtrat zu können, von dieser neuen Organisation vom Verkehrsverbund oder vom Verbundrat, schon erfüllt. Wer es nicht gelesen sollte, der Stadtrat lehnt gemäss Medienmitteilung die Neuausrichtung vom Verbundrat vom VVL ab. Die Frage ist, wenn der oder jetzt der interessante Vorschlag, heute etwas dringlich zu erklären, aber der ist an einer Folgesitzung darauf einzutreten. Traktanden für den 24. Juni, die Liste, die steht eigentlich. Die Änderung von der Traktandenliste liegt in ihrer Kompetenz mit einem 2/3 mehr. Von dem her denke ich, dass auch die Stadtschreiberin das wird für möglich erachten, dass wir am 24. Juni das würde beantworten. Tatsächlich wäre die Idee gewesen, die Interpellation zusammen mit der Interpellation 57 zu beantworten, von Andreas Felder und Miriam Fries. Dort geht es, der Titel ist «Zukünftige Finanzierung der VBL». Die würde noch vor der Sommerferien beantwortet, weil dort die Frist am 27. Juli abläuft, also vor der ersten Sitzung nach der Sommerferien. Ich habe es aber nicht im Kopf, wenn wir die Antwort hätten wollen publizieren, aber besprochen wird die dann erst nach der Sommerferien, weil sie ist ja für den 24. Juli nicht traktandiert. Und wir hätten eigentlich gefunden, es hat einen gewissen Zusammenhang, Finanzlage, zukünftige Finanzierung von der VBL. Aber wie gesagt, also wenn jetzt die Argumentation gegen Dringlichkeit nicht überzeugt, dann würde ich nach dem Mittag die Antwort vorlesen. Und das andere Vorgehen ist möglich, aber halt ohne Kombination mit der Interpellation 57. Besten Dank. Ich bin gerade noch etwas am Prüfen mit dem Michel wegen dem Antrag von Thomas Gfeller. Gut. Wir abstimmen zuerst über dringlich. Thomas Gfeller. Also, geschätzte Damen und Herren, ich möchte schon eins betonen. Die SVP möchte nicht, dass die Fragen am Nachmittag irgendwie abgelesen werden, sondern wir möchten eine schriftliche Form. Und wenn das nicht möglich ist, gemäß deiner Schilderung, Franziska, dann tun wir die Dringlichkeit ablehnen. Dann stimmen wir deren nicht zu. Nächste Wortmeldung an, jetzt habe ich gerade das Blackout.
Fabian Reinhardt. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich habe schon letztes Mal das Geschäftsreglement in diesem Abschnitt gelesen. Dort drin steht ja, also sofern nicht eine schriftliche Antwort vorliegt, kann diese in mündlicher Form erfolgen, kann. Es steht dort drin nicht, sie müsse in mündlicher Form erfolgen. Haben wir schon letztes Mal überlegt, dass wir dann einfach einen Ordnungsantrag stellen, dass wir die schriftliche Antwort auch überkommen, weil die liegt ja vor. Sie liegt vor, einfach nur bei der Stadträtin, die hat das noch einmal aufgeschrieben. Wenn es nicht aufgeschrieben wäre, was liest sie denn ab? Ja, also geben Sie es doch einfach, sonst können wir jetzt die Dringlichkeit beschließen und machen noch einen Ordnungsantrag, dass wir es auch schriftlich überkommen. Wenn das nicht so wäre, Dringlichkeit heute beschließen, Dämon, einfach die Antwort erst nächstes Mal überkommen. Das geht halt auch nicht, weil zum Geschäftsreglement steht drin, dass sie dann an der gleichen Sitzung auch behandelt wird. Es sei denn, wir würden noch wieder unsere Traktandenliste wieder ändern. Wahrscheinlich geht es irgendwie über den Weg. Es ist alles sehr kompliziert, aber warum machen wir es nicht einfach und wir kommen das einfach schriftlich über? Ich habe noch eine Wortmeldung von Nico van der Heijden. Ich bin nicht Jurist und auch kein Experte für das Geschäftsreglement. Ich weiss, wie wir es einfach immer gehandhabt haben. Und gehandhabt haben wir es immer so, dass wenn der Stadtrat gesagt hat, jawohl, ich bringe die Antwort am 24., dann haben wir auf Dringlichkeit verzichtet. Und das wäre jetzt auch mein Wunsch. Ich habe noch nicht 100% ehrlich gesagt bei dir rausgehört, ob du jetzt die Antwort gern bringst am 24. Das müsste ich von dir schon hören und dann würde ich auch natürlich auf Dringlichkeit verzichten und dann haben wir auch die Frage vom Ordnungsantrag, müssen wir nicht auf die Schiene gehen. Dann gebe ich das Wort nochmal zurück, der Finanzdirektorin Franziska Bitzi. Ja, vielen Dank, geschwind Fabian. Es hat einen inhaltlichen, formellen Qualitätsunterschied, oder? Wenn der Stadtrat Dringlichkeit gut heisst, dann tut er vorher die Antwort miteinander verabschieden. Und das ist eigentlich die Idee, eine Antwort des Stadtrats zu bekommen. Hingegen, wenn wir jetzt das nicht haben, dann liegt im Moment keine vom Stadtrat verabschiedete Antwort vor. Das hast du absolut recht. Das heisst nicht, dass ich mir keine Gedanken gemacht habe, was ich dann ausführen zu den Antworten. Aber es braucht wie einen formellen Zwischenschritt, dass der Stadtrat zu den Überlegungen, die sich die Finanzdirektorin gemacht hat, auch noch zustimmen wird. Also es ist nicht einfach unbedeutend, ob etwas schriftlich ist oder vorgelesen wird etc. Wenn der Stadtrat Dringlichkeit nicht opponiert, dann hat er natürlich die Antwort entsprechend vorbereitet und dann kann sie auch schriftlich verteilt werden. Es hat also qualitativ einen gewissen Unterschied, aber wie gesagt, ich tue gerne heute nach dem Mittag eine Antwort vorlesen zu diesen Fragen. Der andere Punkt ist, die Traktandenliste für den 24. Juni ist gemacht. Die macht nicht der Stadtrat. Ich kann von mir aus sagen, dass ich bereit bin, dass der Stadtrat vermutlich auch bereit ist, die Antworten, die ich dir bis dann würde, vorlegen würde, zu beraten und für den 24. vorgängig schriftlich abzugeben. Aber die Traktandenliste für den 24. Juni, die ist in dem Fall eben schon gemacht und die macht nicht der Stadtrat. Es liegt nicht in meiner Macht und Kompetenz, das zu bringen oder nicht zu bringen. Nico van der Heijden, du hast nochmals das Wort. Denn, wenn ich das richtig verstanden habe, danke vielmals, würde ich auf Dringlichkeit verzichten und gerne den Antrag stellen, das Geschäft für den 24. Juni zu traktandieren. Gebe ich das Wort nochmal im Thomas Gfeller. Das Gleiche wollte ich auch sagen, ich würde Nico zustimmen. Gut, dann stimmen wir jetzt formell über Dringlichkeit abstimmen. Wer die Dringlichkeitserklärung von der Interpellation 101 zustimmt, bezeugt das mit Handzeichen. Und wir tun nachher, wenn die Dringlichkeit abgelehnt wird, würden wir über die Anpassung von der Traktandenliste abstimmen. Dann braucht es einfach eine Zweidrittelmehrheit vom Rat. Das würden wir anschliessend machen. Also ich stimme jetzt nochmal ab über die Dringlichkeit. Wer Dringlichkeit möchte zustimmen, bezeugt das mit Handzeichen. Wer sie ablehnen will, somit ist Dringlichkeit abgelehnt. Wir stimmen jetzt ab über die Anpassung der Traktandenliste.
Andreas Felder, hast du dich noch mal melden? Ja, geschätzte Frau Präsidentin, da komme ich auch noch mal schnell. Also ich weiss nicht, wie weit unsere Interpellation im Stadtrat schon vorbereitet ist, aber da würde ich beantragen, die auch auf die Traktandenliste zu nehmen vom 24. Falls das möglich ist. Franziska Bitzi nickt. Somit wäre das möglich. Jetzt stimmen wir ab über die Anpassung der Traktandenliste. Wer die Traktandenliste möchte abändern, somit dass wir die zwei Interpellationen schriftlich vorliegend beantwortet haben, bezeugt das jetzt mit Handzeichen. Es braucht zwei Drittel. Gibt es ablehnende Haltung? Somit ist das beschlossen und wir passen die Traktandenliste an. Wir fahren weiter mit der dringlichen Motion 106 von Nico van der Heijden, Benjamin Gross und Lena Hafen namens der SP-Fraktion vom 20. Mai. Wirtschaftliche Basishilfe. Der Stadtrat opponiert die Dringlichkeit nicht. Gibt es einen anderslautenden Antrag? Somit ist die Dringlichkeit beschlossen und die Behandlung von dieser Motion erfolgt an der nächsten Ratssitzung. Zu erwähnen gibt es noch, dass die Motion 102 von Nico van der Heijden, Benjamin Gross und Lena Hafens namens der SP-Fraktion vom 14. Mai wirtschaftliche Basishilfe ist am 20. Mai zurückgezogen worden. Wir kommen zum Traktandum 2, zu der Genehmigung vom Protokoll 9 vom 25. März. Es sind zu Beginn der Ratssitzung keine Einsprachen gegen das Protokoll eingegangen, somit ist das Protokoll genehmigt und ich verdanke dem Schreiber. Das Traktandum 2 ist geschlossen. Wir kommen zum Bericht und Antrag 9. 21 vom 31. März 2021, Motto Parkierung, Pilotprojekt zur Erhebung von Gebühren für Motto-Parkplätze am Löwengraben. Der Bericht und Antrag ist in der Baukommission behandelt worden und darum erteile ich jetzt das Wort dem Präsidenten Rieska Thomann. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Baukommission des Grossen Stadtrates hat an ihrer Sitzung vom 6. Mai 2021 den Bericht und Antrag 9 2021 Motto-Parkierung behandelt. Sie hat den Bericht großmehrheitlich zustimmend zur Kenntnis genommen und einer Änderung von Artikel 10a des Reglements über die Gebühren für das zeitlich beschränkte Parkieren zugestimmt. Sie hat die Postulate 10, keine Diskriminierung von Motorrädern und 60, kein Gratisparken für Motorräder und Motorroller mehr im Stadtzentrum für eine nachhaltige städtische Mobilität als erledigt abgeschrieben. Seit dem 1. Januar 2021 erlaubt die revidierte Schweizerische Signalisationsverordnung eine Gebührenpflicht für das Parkieren von Motos auf öffentlichem Grund. Im Rahmen eines zweijährigen Pilotprojekts sollen deren technische Umsetzbarkeit und die Akzeptanz überprüft werden. Gleichzeitig soll dem bestehenden Nachfrageüberhang bei den Motto-Parkplätzen in der Innenstadt durch die Schaffung von 200 bis 300 zusätzlichen Motto-Parkplätzen begegnet werden. Für die Mehrheit der Fraktionen war klar, dass Mottos ein flächeneffizientes Verkehrsmittel sind, wobei allerdings Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren eine hohe Umweltbelastung in Form von Lärm, CO2 und Schadstoffen aufweisen. Dass für die Motos zusätzliche Parkplätze geschaffen werden, um den bestehenden Nachfrageüberhang zu kompensieren, wurde von allen Fraktionen begrüßt. Eine Minderheit lehnt allerdings die geplante Umwandlung von 30 bis 40 Autoparkplätzen ab. Das Pilotprojekt am Löwengraben wurde von einer großen Mehrheit der Fraktionen begrüßt. Der gewählte Standort wurde dabei als sinnvoll und die Höhe der Gebühren als angemessen beurteilt. Eine Minderheit lehnt das Pilotprojekt als unnötig ab und beurteilt den gewählten Standort als ungeeignet. Gebühren sollten, wenn überhaupt, höchstens im Bereich Bahnhof erhoben werden.
Eine große Mehrheit stimmte einer Protokollbemerkung zu, die verlangt, dass Elektromotos so schnell wie möglich von der Gebührenpflicht zu befreien sind. Einigkeit herrschte darin, dass bei einer definitiven Einführung von Parkgebühren für Motos eine Lösung für die Dauerparkierung auf öffentlichem Grund für Anwohnende gefunden werden muss. Eine entsprechende Protokollbemerkung werde ich in der Detailberatung beantragen. Um für die Dauer des Pilotversuchs eine Lösung zu ermöglichen, beschloss die Kommission einstimmig eine Ergänzung in Artikel 10a des Reglements über die Gebühren für das zeitlich beschränkte Parkieren, die es dem Stadtrat erlaubt, für Anwohnende eine jährliche Gebühr vorzusehen. In der Schlussabstimmung nahm die Baukommission mit 10-2 Stimmen zustimmend vom Bericht Motoparkierung Kenntnis. Die von der Kommission ergänzte Änderung von Artikel 10a des Reglements über die Gebühren für das zeitlich beschränkte Parkieren wurde von der Kommission ebenfalls mit 10-1 Stimmen beschlossen. Besten Dank, Rieska. Wir kommen zu den Fraktionssprechern. Zuerst für die CVP, der Peter Gmür. Ja, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Die CVP begrüßt, dass mit den Motorparkplätzen vorwärts geht. Für uns ist es eigentlich selbstverständlich und nachvollziehbar, dass der öffentliche Grund nicht gratis genutzt werden kann. Wir sind aber kritisch, dass man wegen dem 30 bis 40 Autoparkplätze muss aufheben. Das ist sehr unschön. Des Weiteren sehen wir auch den Standort nicht so als eine tolle Sache. Ich bin eher dafür, oder wir sind eher dafür, dass es gescheiter wäre beim Bahnhof für einen Pilotversuch. Und des Weiteren wird auch leider Gottes in der nächsten Phase mal kein Unterschied gemacht zwischen Elektro- und Benzinmotor. Grundsätzlich sind wir aber für das Pilotprojekt und treten auch auf den B&A ein und werden auch die Motion abschreiben. Besten Dank. Dann gebe ich das Wort wieder an GLP, Stefan Sagesser. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, auch die Fraktion der GLP bedankt sich beim Stadtrat und der Verwaltung für den Bericht und Antrag und auch für den Fachbericht. Wir sind der Auffassung, dass die Nöte um die Motorparkierung gut aufgenommen worden sind und das Ziel von einer flächeneffizienten Bewirtschaftung von der Strassen- und Parkierungsflächen mit dem Ziel, also mit der Motorparkierung jetzt in dem Pilotprojekt, umgesetzt wird in der ersten Phase. Darum nochmal explizit begrüßen wir, dass es einen Fachbericht gegeben hat, wo das Stadtgebiet analysiert hat und zum Schluss gekommen ist, dass am Löwengraben eben gerade der richtige Ort ist, weil die sogenannte Kernstadt sonst problematischer ist zum Erreichen und dort wirklich Not am Motoparkplatz herrscht. Wir sind der Meinung, dass das natürlich einen sehr grossen Druck in der Neustadt ebenso besteht rein zur Nähe zum Bahnhof, aber dass die Altstadt eigentlich sollte prioritär behandelt werden. Darum sind wir auch mit dem Pilotprojekt total zufrieden. Wir sehen, dass wir wissen ja schon länger, dass wir seit 2017, dass wir viel mehr Bedarf haben, als wir tatsächlich Angebot bringen, was Motoparkierung anbelangt. Und dass in dem Bericht von 300 zusätzlichen Motoparkplätzen geredet wird, die man in der nächsten Zeit umsetzen sollte und dazu auch 30 bis 40 Autoparkplätze umnutzen, mit dem sind wir einverstanden. Grundsätzlich ist zu sagen, dass wir das Pilotprojekt begrüßen, per se, dass wir finden, dass eigentlich Motto E sollte bevorzugt werden, aber jetzt, wenn das nicht möglich ist für die Pilotphase, dann sicher im spätesten Fall, wenn das Pilotprojekt beendet ist, eine gute Analyse ist, A, die technische Machbarkeit von der bewirtschafteten Parkplätze gegeben ist, B, es zeigt, wo man überall Parkplätze einrichten kann und C, natürlich jetzt die Akzeptanz von den Gebühren tatsächlich da ist. Es ist ja üblich, dass man über persönliche Befindlichkeiten redet und ich habe mein persönliches Umfeld gefragt und die TÜV haben, ob E oder mit Benzinmotoren, sind der Meinung, dass alle wollen zahlen für so einen Parkplatz. Also es scheint eine grosse Akzeptanz zu haben von den Leuten, die bereits einen TÜV haben. Ich habe ja keinen, wie man vielleicht weiss. Das Thema finde ich jetzt
Umlagerung oder Umnutzung, dass wir weniger Autoverkehr haben und dafür mehr andere Geräte, ist klar, dass die Bevorzugung natürlich auf Fußgänger und Velo natürlich basiert, aber die Motos sind auf jeden Fall flächeneffizient und es wenn schon für die Erreichbarkeit von der Stadt in dem Sinn auf jeden Fall besser als weiterhin, wenn alle mit dem Auto kommen wollen. Das heisst nicht, dass GLP per se gegen jedes Auto ist, aber es geht ja da um einen Druck auf die Stadt und um die Erreichbarkeit und wir haben einfach nicht mehr Platz, als wir haben. Wie man aus dem medialen Echo hat können erfahren, ist das Pilotprojekt nicht unbestritten. Und wir müssen einfach schauen, dass wir in der Stadt nicht einfach alles machen, dass als Abwehrreaktion daherkommt gegenüber von außen. Ich werde in diesem Zusammenhang ja nicht nochmal auf die kommende Abstimmung vom Sonntag hinweisen, aber das ist auch da ein Thema, selbstverständlich. Wir werden auf den B&A eintreten, sind mit dem Antrag für die Reglementsänderung einverstanden, wie auch mit der Protokollbemerkung und mit der Abschreibung von diesen beiden Motionen. Besten Dank. Dann gebe ich das Wort der SP-Fraktion, Nico van der Heijden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bin einer von denen, ich zitiere ein paar Online-Kommentare aus Facebook, Verbrecher, Abzocker, Linksgrüne, Verhinderer, Velorowdy und Stadtabtöter, die damals das Postulat eingereicht haben, mit der Forderung, Parkgebühr für TÜVs zu prüfen, die jetzt mit gewisser Verzögerung zu dem B&A geführt hat. Womöglich, das hat der Kommissionssprecher erwähnt, ist das dank der Gesetzesänderung auf Bundesebene per Anfang 2021, also für einen ist nicht der Stadtrat geschuld an einer Verzögerung. Ganz unaufgeregt muss ich feststellen, die Idee von damals finde ich immer noch richtig. Wer den öffentlichen Raum und Umwelt übermässig beansprucht, soll dafür etwas zahlen. Das haben alle gesagt, das stimmt. TÜVs sind deutlich flächeneffizienter als Autos, aber in Bezug auf CO2-Ausstoß und weitere Schadstoffe leider nicht besser, sondern paradoxerweise sogar schlechter. Wir haben die Diskussion auch schon geführt. Ich habe es nochmal nachgeschaut, die Umweltpunktebelastung. Das ist tatsächlich so, dass ein normaler, also kein E-TÜV, sondern ein ganz normaler TÜV, schneidet in der Ökobilanz schlechter ab als ein Mittelklasse-Auto. Das finde ich immer wieder noch überraschend und kann man es auch, also bin ja nicht vom Fach, kann man es auch nicht so ganz erklären, aber es ist so, dass das ökologisch sinnvoller ist, mit einem Mittelklasse-Auto zu fahren, als mit einem TÜV. Und darum ist es sicher richtig, dass das Abstellen von TÜVs in der Innenstadt künftig gebührenpflichtig ist, nicht zum gleichen Preis wie ein Auto und auch nicht im gleichen Perimeter. Die SP-Fraktion dankt dem Stadtrat für den sehr super ausgeschaffte B&A. Wir sind mit dem Vorgehen Pilotprojekt am Löwengraben, Schaffung von E-TÜV-Parkplätzen in der Stadt sehr einverstanden. Wir hoffen sehr, dass das funktioniert und dass das Pilotprojekt dann eine dauerhafte Bewirtschaftung kann übergeführt werden. Und es ist schon sehr krass, die Abbildung 2 in dem B&A, die bleibt mir hängen. Oder? Das zeigt, wie stark der Nachfrageüberhang sei. Ein wunderbares Wort für einfach illegale Bildparkiererei. Seit der B&A draußen ist, habe ich mich wirklich einfach ein bisschen mehr geachtet, wenn ich in der Stadt unterwegs bin. Und ich muss sagen, ein Teil von meiner Wut auf falsch parkierte Autos ist mittlerweile auf falsch parkierte TÜV umgelenkt. Es ist schon krass, wie die kreuz und quer und irgendwie und irgendwo parkieren, wenn man sich ein bisschen achtet. Also wäre mein Wunsch, dass man auch dafür schaut, dass die illegale Parkierung auch vermehrt geahndet wird. Bei den Autos habe ich nämlich das Gefühl, ich sehe relativ viele Parkbussen, wenn ich durch die Stadt laufe. Bei den TÜVs ein bisschen weniger. Und sicher bei dem Pilotprojekt muss man dann sehr gut aufpassen, oder, dass die Leute nicht irgendwo anders illegal parkieren, um dieser Parkgebühr aus dem Weg gehen, oder dass sie dann allenfalls die nachgelegenen Veloparkplätze würden zustellen, wie das heute leider schon der Fall ist. Im Detail werden wir den Antrag aus der Baukommission folgen. Wir treten gerne auf den B&A ein, stimmen dem zu und sind mit der Abschreibung von der Postulat 60 und 10 einverstanden. Besten Dank. Dann gebe ich das Wort an Patrick Zibung für die SVP-Fraktion. Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir bedanken uns für den ausführlichen Bericht und Antrag, auch wenn wir nicht nur Positives entnehmen können. Wir begrüßen grundsätzlich, dass 300 zusätzliche
Dörfparkplätze sollen geschaffen werden, insbesondere im Innenstadtbereich und rund um den Bahnhof sehen wir hier auch, dass es einen Mangel hat, dass auch Wildparkierung stattfindet. So wie das auch bei allen anderen Verkehrsträgern ist, sehen wir in diesem Perimeter vor allem Mangel an Parkplätzen. Im Rest der Stadt sehen wir allerdings keinen grossen Bedarf, haben allerdings kein Problem damit, wenn man dort zusätzliche Parkgelegenheiten schafft. Das insbesondere im Anbetracht des steigenden Mobilitätsbedürfnisses der Bevölkerung und auch der wachsenden Bevölkerung grundsätzlich. Für die SVP ist klar, dass diesbezüglich, also bezüglich der Gebührenerhebung, kein Unterschied bei den Antriebsarten gemacht werden darf. Für uns geht es bei diesen Gebühren nicht um die Lenkung auf eine bestimmte Antriebsart, sondern es geht um die Nutzung des Raums, den man braucht. Und für die sollen alle gleich viel zahlen. Ein Pilotversuch halten wir grundsätzlich für unnötig. Es ist entgegen der Ausführung im Bericht und Antrag für uns nicht eine Frage von der Akzeptanz von Parkgebühren. Am Schluss kann man, glaube ich, bei jeder Frage, außer meinen Vorredner von der GLP hat andere Erfahrungen gemacht, aber in meinem Umfeld zahlt niemand freiwillig gerne zusätzliche Gebühren. Am Schluss ist es für uns eine politische Frage, ob man das will oder nicht. Und wir sind der Meinung, dass man eigentlich hier die Abkürzung hat sollen nehmen und direkt die politische Diskussion, die Grundsatzdiskussion über TÜV-Gebühren sollen führen. Für uns schmeckt der Bericht und Antrag einmal mehr noch Kalkül, um weitere Autoparkplätze abzuheben. Wie das mein Vorredner auch gesagt hat, lehnen wir das von der SVP ebenfalls ab, dass man da 35 Parkplätze aufheben. Es heisst zwar im Bericht und Antrag, ja, es seien ja nur 35 Parkplätze, aber es heisst eben am Schluss, jedes Mal, wenn es um einen Parkplatzabbau geht, auch bei Quartieraufwertungen als Beispiel, wo wir ja nachher dann auch noch werden, eine davon besprechen, oder auch bei den Pop-up-Parkplätzen, wo wir in den letzten Monaten auch Diskussionen dazu geführt haben. Und jedes Mal heisst es einfach, ja, es sind ja nur ein paar wenige Parkplätze, aber am Schluss kommt es eben an einer Salamitaktik gleich, wo dann am Schluss dazu führt, dass eben im Innenstadtbereich immer mehr Parkplätze wegfallen. Ich würde jetzt nicht gerade so weit gehen und sagen, dass Innenstadt-Abtöter oder wie du gesagt hast, Nico, Taktik sei oder dass da jemand das als Ziel hat, aber es ist halt einfach schon so, dass mit einem immer weitergehenden Parkplatzabbau die Attraktivität von der Stadt nicht zunimmt. Dann wird im B&A auch noch auf Kosten von der Umwidmung eingegangen für die Autoparkplätze. Da ist für uns der Betrag von 70'000 Franken nicht ganz nachvollziehbar. Das sind ein paar Striche, die man am Schluss auf den Boden macht und vielleicht eine Tafel. Aber in Anbetracht dessen, dass man ja für ein Logo von der Stadt für ein neues 80'000 Franken ausgibt, kommt das ja fast an einem Schnäppchen gleich. Dann die Protokollbemerkungen bezüglich Tourparkkarten. Analog der Autoparkkarte werden wir zustimmen. Und aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe, hauptsächlich aber, weil wir den Pilotversuch als unnötig erachten, werden wir zwar eintreten, lehnen aber den Bericht und Antrag ab und stellen darum den Antrag auf ablehnende Kenntnisnahme. Der Abschreibung der Vorstösse werden wir zustimmen. Dann gebe ich das Wort der FDP-Fraktion, Damian Hunkeler. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Für den B&A schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Als TÜV-Fahrer begrüße ich selbstverständlich, dass zusätzliche Parkplätze für TÜV sollen geschafft werden. Als Automobilist auf der anderen Seite schätze ich natürlich gar nicht, dass an bester Lage 40 Parkplätze sollen verschwinden. Und wie das der Patrick Zibung vorher gesagt hat, das sind eben schon nur ein paar, aber es sind etwa 3,3% der Parkplätze in diesem Perimeter. Das ist nicht ganz eine unbedeutende Anzahl. Im Winter werden die leer stehen. Das ist eine ganz schlechte Flächeneffizienz. Und darum haben wir auch Vorstoß respektive Protokollbemerkung eingegeben, dass diese Parkplätze hybridisiert werden. Der Abbau von diesen 40 Parkplätzen ist übrigens ja in dem gerade jetzt zur Abstimmung stehenden Parkplatzreglement nicht
enthalten. Also das ist jetzt schon wieder ein weiterer Schritt, ein Meilenstein in der Abbaustrategie der Parkplätze. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man ein Reglement, das noch nicht einmal eingeführt ist, schon wieder überholt ist. Dass die Parkplätze bepreist werden, das können wir soweit akzeptieren. Stimmt, mit dem sind wir ein Pilotprojekt zu. Ich denke, der Standort ist okay. Eine Unterscheidung von der Parkgebühren für Elektro halten wir auch eher für falsch, weil analog müssen wir ja eigentlich auch Elektroauto von der Parkgebühren befreien und das ist ja wahrscheinlich nicht vorgesehen. Es ist auch irgendwo noch gefragt worden, wo das zusätzliche Flächen, wenn nicht Parkplätze, sollen gefunden werden. Die Flächen sind sicher vorhanden und finden wir, wenn man will. Und dann mit einem kleinen Augenzwinkern noch einen Vorschlag für die Zukunft, wenn das grosse, teure Veloparking an der Bahnhofstrasse steht, könnte man vielleicht ein paar von diesen Veloparkplätzen in die Dörfparkplätze umwidmen, damit die gebraucht werden. Oder man tut das Veloparking gerade so einrichten, dass man auch mit dem Dörf runterfahren. Dörffahrer würden es nämlich brauchen und auch etwas zahlen dafür. Eine Verlagerung von Autobenutzung auf Dörf sollte man nicht erwarten, weil wir haben ja gesehen, dass der Überhang relativ gross ist. Also wenn die überhängenden Dörfer mal auf diesen neu bereitgestellten Ständen, hat es keinen Platz mehr für weitere. FDP tritt ein und wird ihn wahrscheinlich auch gutheissen, je nach Verlauf der Diskussion. Dann gebe ich das Wort den Grünen, jungen Grünen. Für die spricht Martin Abele. Geschätzte Frau Präsidentin, geschätzte Anwesende, die Fraktion der Grünen, Jungen Grünen, dankt dem Stadtrat für den Bericht und Antrag. Am zweiten zum Thema Parkierung in kurzer Zeit nach dem Konzept Autoparkierung, wo es ist schon erwähnt worden, uns ja am nächsten Wochenende noch eine spannende Abstimmung erwartet dazu. Auch beim B&A Motorparkierung hat der Stadtrat noch einmal dargelegt, wie sich die Verkehrsproblematik in der Stadt Luzern präsentiert. Er schreibt, das Verkehrsnetz von der Stadt und der Agglomeration ist stark ausgelastet und in den Spitzenstunden teilweise überlastet. Die Verkehrsüberlastungen in den Hauptverkehrszeiten wirken sich negativ auf die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs aus, der im Stau stecken bleibt. Eine Lösung vom Stadtrat auf diese Problematik ist die Verlagerung von der Mobilität auf flächeneffiziente Verkehrsarten. Der Stadtrat meint damit auch TÜVs, obwohl er gleichzeitig zu bedenken gibt, ich zitiere, die kurzen Strecken, die mit den TÜVs zurückgelegt werden, seien sinnvollerweise auch mit dem ÖV, Velo oder zu Fuß zu bewältigen. Und er schreibt einen bemerkenswerten Satz, der mit aller Deutlichkeit aufzeigt, dass die Zahl der Parkplätze eigentlich müsste reduziert werden, für die gewünschte Verlagerung zu erreichen. Ich zitiere nochmal, bei der Erzeugung des motorisierten Individualverkehrs, MIV, gilt der zur Verfügung stehende Parkraum als einer der Schlüsselfaktoren. Dies gilt auch für Motos. Also mit anderen Worten, wir reden jetzt hier über zusätzliche Parkplätze, aber der Stadtrat will eigentlich weniger Parkplätze und fordert jetzt von uns 300 zusätzliche Parkplätze zu bewilligen. Wir sind natürlich mit dem Verlagerungsziel vom Stadtrat einverstanden. Wir glauben aber nicht, dass mit dem Bau von zusätzlichen Dörfparkplätzen irgendein Verlagerungseffekt erzielt werden kann. Das ist auch von anderen Seiten schon erwähnt worden. Es wäre aus Sicht der Grünen und jungen Grünen auch nicht wirklich wünschenswert, wenn mehr Dörfs herumfahren würden. Die mögen zwar weniger Parkplatz brauchen oder weniger Platz insgesamt brauchen. Klima- und lärmtechnisch schneiden sie aber eher schlecht ab. Als wir auf den B&A trotzdem eintreten und ihm auch werden zustimmen, liegt es daran, dass es im allgemeinen Interesse liegt, den Mangel an Parkplätzen für Dörfer zu beseitigen und so die Wildparkierung einzudämmen. Die Leidtragenden von der heutigen Situation sind nämlich einerseits die Leute, die zu Fuß gehen, denen der Platz auf der Trottoir genommen wird, und andererseits die Velofahrerinnen und Velofahrer, wenn TÜVs auf den Veloparkplätzen parkiert werden. Wir sind also einverstanden mit der Beseitigung vom Nachfrageüberhang in der Innenstadt und begrüßen auch, dass die neu geschaffenen Motorparkplätze hauptsächlich durch die Umwandlung von Autoparkplätzen erreicht werden soll.
Es ist übrigens, lieber Patrick, nicht so, dass jetzt sukzessive immer mehr öffentliche Parkplätze verschwinden. Ich habe in Lustad nachgeschaut. Wir haben 2015 15.205 Parkplätze gehabt. Dann hat sich das bis 2017 reduziert auf 14.800. Und jetzt sind wir wieder auf 15.100. Also es ist nicht ein kontinuierlicher Rückgang, sondern es nimmt zum Teil auch wieder zu. Das zu den statistischen Fakten. Wir gehen mal davon aus, dass die Umwandlung von Autoparkplätzen, dass das nicht Plätze sind, wo es noch sinnvoller ein Veloweg könnte realisiert werden, sondern dass man dort auch darauf achtet, dass es Parkplätze sind, wo nicht anderweitig besser genutzt werden könnten. Ein bisschen Sorgen macht uns, dass noch nicht klar bestimmt ist, auf welchen übrigen Flächen die weiteren Motoparkplätze sollen geschaffen werden. Der Fachbericht schlägt einerseits Verlagerung von einer bestehenden Moto- oder PW-Parkierung und andererseits die Anordnung auf dem Trottoir vor. Da ist es für uns sehr wichtig, dass kein Nutzungsraum für die Fußgängerinnen und Fußgänger verloren geht. Als für die Motoparkierung neue Gebühren erhoben werden sollen, finden wir Junggrüne in Ordnung. Seit Anfangsjahr besteht ja die rechtliche Grundlage dafür und die Höhe der Gebühren ist fair berechnet aufgrund des beanspruchten Platzes. Wenn die Autofahrenden für die Parkierung müssen zahlen und es ist, wie es Nico van der Heijden gesagt hat, wirklich der öffentliche Grund, wo man dafür auch einen Preis zahlt, ist auch eine Bepreisung der Motorparkplätze im Verhältnis von der Fläche, die sie beanspruchen, in Ordnung. Die Akzeptanz und Wirkung dieser Massnahme wird ja erstmals in einem zweijährigen Versuchsbetrieb getestet und somit braucht sie im Moment auch keinen Aufschrei wegen dieser Bepreisung. Der Standort am Löwengraben scheint dafür ideal. Die grüne, junggrüne Fraktion tritt auf den B&A ein, nimmt den vorliegenden Bericht zustimmend zur Kenntnis und wird der Änderung des Reglements über die Gebühren für das zeitlich beschränkte Parkieren zustimmen. Besten Dank. Dann gebe ich das Wort dem Silvio Bonzanigo. Werte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen und gleichzeitig begrüße ich alle, die hier online uns beiwohnen, von Luzern bis ins Schaffhausische raus. Warum tue ich dem B und A nicht danken? Weil das ist für mich jetzt mal etwas Grundsätzliches. Das hat sich jetzt hier so ein bisschen eingespielt. Das Ritual mit Dank dem Stadtrat, mit Dank der Verwaltung. Da bin ich ein bisschen pragmatischer. Sage, das ist jemand, der seine Arbeit macht. Wir machen sie hier auch. Wir kommen nicht in den Vorstoß verdankt über. Und darum denke ich jetzt mal, ich kann auch in dieser Pragmatik weiterfahren und sagen, es ist eine klassische Jungteam-Vorlage. Heisst, man kommt nur eins über, wenn man das andere auch akzeptiert. Das heisst, wir können nur mehr Parkplätze über verdürfen, wenn wir gleichzeitig bei Preisung in Kauf nehmen, die sie allenfalls benutzen. Das ist nicht so ein State of the Art, wenn ich von politischem Handeln anschaue, aber wir sind jetzt da, wir können es nicht ändern. Gut, warum kritisiere ich die Vorlage weiter? Sie transportiert ein Missverständnis zum grossen Teil, was fahren ist. Es wird auch so zitiert, Kollege Abele hat es auch wieder zitiert, nämlich fahren ist etwas, so ein Binnenverkehr in der Stadt, macht ein bisschen Lärm, macht ein bisschen Gestank und braucht aber nicht viel Platz. Ein grosser Teil vom Töfffahren, kann ich euch sagen, ist anders. Der ist touristisch orientiert. Ich bin in den letzten 40 Jahren bei 40 Ländern Töfffahren. Wir haben hier auch Touristen, die hier hinkommen mit dem Töff, die das gerne machen. Bundesländer in Österreich, Vorarlberg, Tirol, die haben das zu einem wichtigen Zweig vom Tourismus entwickelt. Und ich glaube, das muss man einfach antizipieren.
Und wenn das hier, wo die Ausgangslage ist offenbar vom Denken, nämlich dass nur Binnenverkehr ist, ist übrigens einfach nicht gerade kreativ aus dem Vorstoß 2017 abgekupfert, dann sind wir auf dem falschen Pfad. Wir müssen auch bereit sein und wir brauchen in der Luzern mehr Tourismus. Dürfen fahren, dürfen Reisende aus dem Ostland als Touristen willkommen zu heißen. Denn was ich nicht so gut hier habe, ist, dass man in dem B und A, nicht wie anderen B und A's, immer einen Vergleich zieht, was ist wo anders. Man muss es hier im Fachbericht noch lesen, über die Stadt Bern und Basel, was die unternommen haben und was gescheitert ist, was nicht in Kraft ist. Also wir sind drauf und dran, wieder eines zum Pilot zu werden, wo irgendwie eine Nutzung mit einer Gebühr belohnt wird, in Anführungszeichen. Finde ich nicht gut, aber dass man mehr Dörfparkplätze braucht, das ist ganz unbestritten. Und darum werde ich dieser Vorlage beistimmen, zustimmende Kenntnisnahme sagen. Noch zum Nico van der Heijden gesagt, was da die Abgasproblematik angeht, das ist einfach eine technische Geschichte. Der Abgasstrang vom Dörf ist 1,5 Meter in der längsten Ausführung und beim Auto ist es 3 oder 4 Meter. Moderne Töpfe werden heute mit EU-Norm 3 bis 4, neueste sogar mit EU-Norm 5, Abgasnorm, werden zugelassen. Es ist nicht besonders gut, aber es ist auch nicht dramatisch. Also, ich finde, wir könnten dem B und A wirklich überzeugend zustimmende Kenntnisnahme machen, aber gleichzeitig, was ich vorgängig gesagt habe, der touristische Aspekt vom Töpffahren nicht einfach unter den Tisch wischen. Das ist eine Option für unsere Tourismusleute, endlich einmal so etwas, wie ich gesagt habe, von Österreich als Beispiel, sich dieser Thematik mal anzunehmen. Dankeschön. Dann habe ich noch mal eine Wortmeldung von Nico van der Heijden. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich danke Silvio Bonzaniga für sein Votum. Ich möchte einfach einerseits die Frage an Stadtrat stellen, haben wir eine Erhebung, welcher Prozentanteil vom Töpfchen in der Stadt touristisch ist? Ich habe eine Vermutung, aber ich weiß es nicht. Und dann würde ich namens unserer Fraktion einfach sagen, das wollen wir nicht. So eine Ausrichtung vom Tourismus auf vermehrten Dörftourismus, das sollen die machen, die das sinnvoll finden. Wir würden das ablehnen. Ich sehe aus dem Rat keine weitere Wortmeldung und übergebe das Wort dem Umwelt- und Mobilitätsdirektor Adrian Borgula. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, man kann euch danken, wenn man die Arbeit macht. Gläubig, und darum danke ich für die kritisch-positive Aufnahme von dem B und A. Ich sage kritisch-positiv, ich habe natürlich einige kritische Stimmen gehört, aber im Großen und Ganzen sehe ich da eine gute Aufnahme von dem B und A. Wichtig ist, das hat man vielleicht da in der öffentlichen Diskussion ein bisschen zu wenig gemerkt, der Titel von dem B und A ist Motorparkierung und der Untertitel ist ein zweites Projekt, nämlich der Pilotversuch Gebührenpflicht. Und es ist klar, wie immer, wenn es um Parkplätze und Mobilität geht, vor allem wenn es um Parkplätze geht, da gibt es relativ hohe Wellen. Ich erspare mir den Blick in die sozialen Medien. Die Briefpost lenkt. Zum Antrag bezüglich Elektroprotokoll Bemerkung 2, wo wir dort, ist ein bisschen andiskutiert worden, das werden wir dann, werde ich dann die Begründung vom Stadtrat vorbringen. Der wichtige Punkt, also bei der einen Aufgabe, und da werde ich auf ein paar Worte eingehen, geht es ja darum, der jetzige Bedarf von Motorparkierung, ich sage jetzt das mal in den Worten von Nico van der Heijden, zu legalisieren, weil das ist natürlich tatsächlich so. Der Nachfrageüberhang ist festgestellt worden aufgrund von Dörfern, die nicht auf den Flächen parkiert worden sind, die für Dörfer vorgesehen sind, also eigentlich illegal parkiert sind. Und das ist doch relativ erheblich. Und der Stadtrat hat sich dafür entschieden und gesagt, wir wollen nicht mehr TÜV, wir wollen aber auch nicht weniger, jetzt um das Votum vom Fraktionssprecher von den Grünen aufzuzählen, sondern wir wollen einfach den Bedarf, den wir dann festgestellt haben,
geordnet sicherstellen. In dem Sinn Parkierung optimieren. Die zweite Frage, die natürlich verschiedentlich aufgeworfen worden ist, ja, wo machen wir das? Damian Hunkeler hat gesagt, ja, man findet schon Flächen, wenn man will. Das ist in der Innenstadt nicht ganz so einfach. Und wir haben eine extreme Flächenkonkurrenz von den verschiedensten Ansprüchen. Und wenn man jetzt das nicht zulasten der Autoparkierung machen würde, dann würde es zulasten von der Fläche, die für Fußgängerinnen und Fußgänger zur Verfügung steht. Vielleicht gibt es irgendwo, das ist im Bericht auch dargelegt, gibt es irgendwo noch so Restflächen, die jetzt eigentlich niemand nutzt. Wir wollen aber da drinnen, darum haben wir es bewusst ja eigentlich nicht irgendwie im Einzelfall jetzt da vorgelegt, weil sonst führen wir eine Diskussion über jede Strassenecke und über jeden einzelnen Parkplatz und das ist, glaube ich, dann doch eher eine operative Aufgabe. Was der Damian Hunkeler nicht richtig zitiert hat, ist, wir haben die prognostizierte Reduktion von Autoparkplätzen aufgrund von der geplanten Motorparkierung eingerechnet im Autoparkierungskonzept. Ist auch schriftlich, glaube, entweder im Text oder im Anhang, ist das drin. Das kommt ja daher, dass wir gesagt haben, es gibt aufgrund von der Pflicht von der Anwohnerparkierung, dass die nachweisen müssen, dass sie keinen privaten Parkplatz zur Verfügung haben, werden Parkierungsmöglichkeiten freigespielt. Einerseits, dann andererseits auch durch die Verkürzung der Parktour. Unabhängig davon, welche Varianten am Sonntag beschlossen wird, das hat auf das keinen Einfluss. Das ist dort eingerechnet und es gibt Platz für zusätzliche Parkierung. Also der Stadtrat steuert jetzt nicht oder nur nicht im Sinn von, wir wollen aus umweltpolitischen Zielen zum Beispiel reduzieren. Das machen wir nicht, sondern wir können einfach sagen, wir optimieren die Parkierung. Und der Aspekt von der Motorparkierung, weil wir ja die parallel erarbeitet haben, Veloparkierung, Garparkierung, Autoparkierung, Motorparkierung, der Aspekt ist eingerechnet. In dem Sinn ist die Aussage von Damian Hunkeler nicht zutreffend. Was mich ein bisschen erstaunt ist, klar, es ist immer, wenn man einen Autoparkplatz abbaut, es ist immer ein bisschen, das wird beklagt von den einen, von den anderen weniger oder gar nicht. Oder sogar begrüßt. Man darf jetzt nicht vergessen, ein Parkplatz für einen Autoparkplatz sichert etwa 1,1 bis 1,3 Kundinnen oder sonst Leute, die in der Stadt unterwegs sind. Bei einem umgewandelten Autoparkplatz auf TÜV sind es mindestens 5, vielleicht sind es 6, vielleicht sind es 7, manche TÜV kommen jetzt zu zweiten. Aber mindestens 5 sind es. Und das hat man selten bei einer Autoparkierung. Natürlich kann man mit dem TÜV weniger transportieren. Die gleiche Diskussion könnte man auch noch mit dem Velo führen. Jetzt sind es dann nur mehr Personen, die eigentlich ihre Mobilitäts- und Parkierungsbedürfnisse auf einer öffentlichen Fläche sicherstellen können. Und dass eine Autofahrerin oder Autofahrer quasi jetzt wirtschaftlich so viel mehr wert ist wie 5 TÜV-Fahrer, da habe ich einfach meine Zweifel. Das ist aber eigentlich in der Argumentation ein bisschen so gleichgestellt. Ich nehme noch ein paar Aspekte auf, die da genannt worden sind. Der Sprecher von der CVP hat gesagt, ja, wieso man den Pilot nicht beim Bahnhof macht. Das haben wir schon überlegt, wo machen wir ihn? Wir müssen natürlich einen Pilot haben, der möglichst wenig Möglichkeiten gibt, auszuweichen oder gerade um eine Ecke zu parkieren. Und das ist beim Leuengraben gegeben, weil dort eigentlich das nächste Angebot ist auf der anderen Rüstseite. Und sonst gibt es in dem Gebiet, wo ja nicht einmal ein Park Kartenzone ist notabene, gibt es eigentlich keine Alternative. Und das spricht eigentlich für den Versuch. Am Bahnhof wäre es schwieriger abzugrenzen mit verschiedensten TÜV-Parkplätzen. Man müsste mehrere ausrüsten, man könnte nicht nur einen ausrüsten. Man müsste, wenn schon, eine ganze Region ausrüsten. Richtig ist natürlich, dass der Druck dort hoch ist, aber
Der Druck ist auch im Leuengraben hoch. Als ich dort ein Interview gegeben habe, am Montag Mittag, sind auf diesen 12 Motto-Parkplätzen insgesamt 26 Töff gestanden, beziehungsweise vorwiegend auch daneben, auf der Veloparkierung, auf dem Trottoir. Der Bedarf ist dort offensichtlich hoch und von dort eignet sich das als Pilotprojekt. Es ist kritisiert worden, wieso Pilotprojekt und nicht direkt. In der Schweiz gibt es keine Erfahrungen. Es gibt andere Städte, die schon probiert haben, die sind zum Teil politisch zurückgepfiffen worden. Wir haben einen Auftrag aus dem Parlament, ein überwiesenes Postulat, eine gebührenpflichtige Parkierung für TÜV einzuführen oder zu prüfen. Das machen wir, das haben wir dann, weil wir gerade an der Motto-Parkierung sind, haben wir das natürlich aufgegriffen, sobald es möglich war, das rechtlich auch umzusetzen aus Sicht vom Bund. Das habe ich schon gesagt. Bei der Umwandlung von Autoparkierung, da werden wir sicher nicht auf zukünftig mögliche Veloverbindungen gehen. Wir sind sehr intensiv an der Velonetzplanung. In der Folge vom zurückgewiesenen B&A-Fuss- und Veloverkehr. Und das müssen wir natürlich berücksichtigen, das müssen wir einbeziehen, wo die Option könnte bestehen, dass man das würde brauchen, eher für zum Beispiel Veloweg. Kriterien sind ja definiert, keine Grünflächen, Verkehrssicherheit. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man irgendwo würde Trottoirflächen, die eher knapp sind, würde einschränken. Zum Silvio Bonzanigo noch der Punkt. Es ist kein Junkteam zwischen den beiden Elementen. Also die Piloten, man kann die Optimierung von der Parkierung kann man im Prinzip haben. Man kann nachher das Pilotprojekt, das Parlament wird mit einem Reglement beschließen, ob man das ausweitet auf die gesamte verfügbare TÜV-Parkierung. Das ist nicht verbunden. Das kann man unabhängig voneinander an und für sich haben. Bezüglich Tourismus gibt es meines Wissens keine Erhebungen, wie viel Dörfverkehr in der Stadt touristisch generiert ist. Wir machen hier keine Aussagen oder Detailerhebungen über die Funktion. Was sind jetzt das für Zwecke? Sind das Einkaufszwecke? Sind das touristische Zwecke? Ist das Abstellen vom Dörf, wo man selber touristisch braucht? Das ist ja durchaus denkbar. Man hat einen Dörf und geht am Samstag über die Pässe und stellt die Woche durch auf dem öffentlichen Grund ab, weil man keine private Parkierung hat. Dort möchten wir natürlich vielleicht auch in die Richtung stossen, dann die Parkierung auch in den Privatraum zu verschieben. Aber das können wir natürlich erst, wenn wir mal das Pilotprojekt ausgewertet haben und wenn wir beschlossen haben mit dem Parlament da drin, dass wir den Pilot würde ausweiten auf die gesamte Fläche. Soweit zum Eintreten. Merci vielmals. Besten Dank. Ich stelle fest, wir sind somit auf den Bericht und Antrag eingetreten und kommen jetzt ins Detail, werden das kapitelweise durcharbeiten. Wir kommen zum Kapitel 1 auf Seite 6, Einleitung. Gibt es da Anmerkungen? Kapitel 2, Handlungsbedarf. Kapitel 3, Ziele. Kapitel 4, Grundlagen. Kapitel 5, Seite 12, Maßnahmen. 5.1, Erweiterung der Motto-Parkplätze. Damian Hunkeler. Ja, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, wir haben, wie im Eintreten erwähnt, hier eine Protokollbemerkung formuliert. Wir reden jetzt eben immer von dieser Flächeneffizienz und sicher ist, dass die Motto-Parkplätze im Winter nicht benutzt werden. Und darum stellen wir da in der Protokollbemerkung den Antrag, dass die umgewandelten TÜV- oder Autoparkplätze im Winterhalbjahr für Auto zur Verfügung stehen und im Sommer für TÜV zur Verfügung stehen. Und darum haben wir die Protokollbemerkung formuliert, die lautet: Um eine minimale Flächeneffizienz sicherzustellen, sind die vorgesehenen 30 bis 40 Autoparkplätze
welche in Motto-Parkplätze umgewandelt werden sollen, hybrid zu gestalten. Das heißt, dass sie für die Sommermonate als Motto-Parkplätze und im Winter weiterhin als Autoparkplätze dienen. Ich glaube, wenn man von Effizienz reden will, wäre das der einzige richtige Weg. FDP stellt dazu eine Protokollbemerkung. Ich habe eine weitere Wortmeldung von Silvio Bonzanigo. Geschätzte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe die Protokollbemerkung von Damian Hunkeler auch gelesen. Und grundsätzlich finde ich die Stoßrichtung von der Effizienz korrekt, aber ich glaube, wir müssten noch etwas anderes überlegen. Und das ist, es werden im Moment ja auch Parkplätze gebraucht für Aussenbewirtschaftung, für Gastronomie. Und auch da ist das Winterhalbjahr nicht gelöst, soviel ich informiert bin. Also wenn schon, möchte ich so ein bisschen eine Überblicksgesetzgebung oder was es denn ist, wo für alle zusätzlichen bewilligte Nutzungen und jetzt Umnutzungen, Umwidmungen von Auto in TÜV-Parkplätze berücksichtigen. In dem Sinne möchte ich lieber zuwarten, bis man den Gedanken noch ein bisschen weiterentwickelt im Zusammenhang mit dem Gastro, mit der Gastro-Thematik und wiederum die Protokollbemerkung ablehnen. Dann gebe ich das Wort dem Stefan Zegeser. Geschätzte Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, grundsätzlich ist das ein prüfenswerter Auftrag, eine Protokollbemerkung ist ja ein Prüfauftrag. Und eigentlich fände ich, wir könnten das abklären während dieser Pilotphase, darum braucht es jetzt gerade das Pilotprojekt über 2 Jahre, weil wir wissen ja auch nicht tatsächlich, wie gross der Bedarf denn ist, auch zum Beispiel an Tourkarten. Was gibt es denn da für eine Rückmeldungen, zum Beispiel zum Thema, wer will denn die da brauchen? Und wenn man eine Tourparkkarte auch für Motobesitzerinnen und Besitzer kann buchen, was die Reglementsänderung ja eigentlich sollte vorsehen und wir jetzt mal Bedarf prüfen, dann ist natürlich die Frage, wie viele von denen sind wie gebraucht und was muss man denn tatsächlich machen. Also sinnvoll wäre es tatsächlich, wenn man das zumindest würde prüfen. Ich würde jetzt aber hier einfach sagen, der Bedarf dürfte relativ klein sein, schlussendlich einfach gemutmaßt, weil unsere Winter sind auch nicht, was sie sind. Die meisten kommen auch im Winter, also nicht die meisten, aber die, die in der umliegenden Quartier sind oder in der Agglomeration, kommen auch im Winter mit dem TÜV tatsächlich in die Stadt. Also, aber wir könnten es allenfalls prüfen, insofern ist das ja die Protokollbemerkung nur eine Prüfauftrag und tut in dem Sinn höchstens Erkenntnisgewinn generieren und niemandem weh. Besten Dank. Dann gebe ich das Wort an Patrick Zibung. Geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir danken für die Protokollbemerkung, die ist uns sehr sympathisch. Wir werden die darum von der SVP aus unterstützen. Wir von der SVP, wir haben diesbezüglich auch eine Protokollbemerkung und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die gegenüber muss stellen und formuliere die jetzt einfach mal so. Auf den Abbau von Autoparkplätzen wird verzichtet. Es ist vorhin im Eintreten gesagt worden, dass es angeblich ein Parkplatzwachstum gibt. Das mag zwar sein, aber ich habe im Eintreten auch gesagt, dass es um den Innenstadtbereich geht. Und dort ist es, also zumindest mein Augenschein noch, definitiv nicht der Fall. Und es bringt nichts, wenn die Parkplätze gefüllt in der Büttenhalde oder auf dem Litauer Berg neu entstehen. Und der FDP-Redner hat es im Eintreten auch richtig gesagt, es gibt genügend alternative Flächen für die zu erstellenden TÜV-Parkplätze. Die Velostation ist genannt worden, aber mit ein bisschen Fantasie findet man sicher auch weitere alternative Flächen. Wir sind jetzt uns eben nicht sicher, ob wir die würden gegenüberstellen oder ob man die einzeln behandelt. Besten Dank. Ich werde die nachher einzeln abstimmen, die Protokollbemerkung. Dann gebe ich das Wort weiter für die CVP, der Peter Gmür. Ja, Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, auch die CVP kann mit der Idee von der FDP eigentlich ganz gut leben. Es ist ein Prüfauftrag, ob das noch durchführbar ist oder nicht. Da sind wir uns auch klar, das werden wir eben jetzt abklären. Bekanntlich ist ja das jetzt ein Pilot und darum würde ich dann sagen, ja, tun wir doch dem zustimmen.
Ich habe noch weitere Wortmeldungen. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, der Kommissionspräsident hat sich noch gemeldet. Willst du dazu nicht? Also gut, dann gehe ich weiter auf meiner Liste. SP Nico van der Heijden. Ich hätte es jetzt aber gerade noch gut gefunden, wenn der Kommissionspräsident gesagt hat, dass die Protokollbemerkung die erste nicht gestellt wurde in der Kommission, weil ich glaube, die Diskussion ist in der Kommission einfacher als im Parlament. Ich möchte nämlich gerne den Uwe vom UMD-Direktor hören, erstens, ob das rechtlich möglich ist. Und zweitens hätte ich auch eine Aufwandschätzung. Man muss zweimal pro Jahr ummarkieren, umsignalisieren. Also das sind ja dann irgendwie, ich möchte einfach hören, was der Aufwand ist. Und dann muss ich auch dem GLP-Sprecher recht geben. Also zu behaupten, es gehe im Winter kein Töff, ist einfach Quatsch. Es hat weniger, so wie es auch weniger Velos hat. Aber man müsste ja dann sehr genau wissen, wie viel Töff es im Winter noch hat. Und Protokollbemerkung sagt jetzt einfach, alle Parkplätze, die zusätzlich umgewidmet werden, sind im Winter dann Autoparkplätze. Und das kann heissen, dass wir im Winter weiterhin illegal parkierte Töff sind. Das will ich nicht. Also ohne seriöse Abklärung, ohne zu wissen, wie viel das wirklich sinnvoll ist, möchte ich dieser Protokollbemerkung nicht zustimmen. Gibt es zu dieser Protokollbemerkung noch eine Wortmeldung? Ja. Martin Abele. Vielen Dank, geschätzte Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Es wundert mich, wie es da so salopp immer wieder gesagt wird, ja, das ist ja nur ein Prüfauftrag, was damit gemacht wird, ist ja dann nicht so wichtig. Man kann das einmal im Stadtrat so geben und wir schauen dann, also wir dürfen uns durchaus ein bisschen ernster nehmen und es ist auch nicht so, dass das einfach Prüfaufträge sind, die wir einmal so in die Runde werfen, sondern das ist ein Wille, den das Stadtparlament hier zum Ausdruck gibt. Und darum ist es durchaus relevant, ob wir jetzt hier Ja sagen dazu oder Nein. Die Protokollbemerkung, die der Damian Hunkeler jetzt hier gestellt hat, ist neu. Der Nico van der Heijden hat es gesagt, wir haben es in der Kommission nicht besprochen gehabt. Darum reagieren wir hier alle relativ spontan darauf reagieren. Also ich habe sie jetzt heute zum ersten Mal gehört. Vielleicht ist es den Fraktionen noch zugesendet worden, aber jedenfalls ist es nicht zu allen durchgekommen. Es ist nicht so einfach, denke ich mir, wie du dir das vorstellst, Damian. Der Nico hat es ausgeführt. Man kann dann nicht einfach sagen, so, und ab jetzt dürfen dort Auto drauf und dann ab jetzt wieder dürfen. Es braucht dann Ummarkierungen. Es sind auch Parkuhren entsprechend dann natürlich umzurüsten oder umzuprogrammieren. Und insgesamt denke ich mir, ist es auch nicht wünschenswert, jetzt so einen riesen Aufwand zu machen, für dass dann wieder ein paar Auto mehr parkieren können. Wir müssen jetzt den Platz sicher für die Töffe, wo zu wenig Platz rum ist. Es hat ja auch viele Einheimische, die Parkplätze suchen. Wir kommen dann nachher noch zu den Protokollbemerkungen wegen Jahresgebühren, die sollen eingeführt werden. Und das steht ein bisschen im Widerspruch dazu. Also wir von den Grünen, jungen Grünen, werden die Protokollbemerkung nicht unterstützen. Dann gebe ich das Wort jetzt dem Baukommissionspräsident Rieska Domann. Danke, Frau Präsidentin. Die Protokollbemerkung von der FDP-Fraktion ist in der Baukommission tatsächlich nicht gestellt worden. Die Protokollbemerkung von der SVP ist in der Baukommission auch schon gestellt worden und ist mit 10-2 Stimmen abgelehnt worden. Besten Dank. Dann nehme ich an, dass der Stadtrat noch auf die Protokollbemerkung antworten. Adrian Borgula. Ja, geschätzte Präsidentin, meine Damen und Herren, wir haben zu dieser Protokollbemerkung natürlich keine stadträtliche Haltung, weil wir ja die ist nicht überwiesen worden bzw. gar nicht gestellt worden. Ich kann ja nicht alle Fragen beantworten. Die Frage der rechtlichen Möglichkeiten, die nach meiner jetzt spontanen Einschätzung, einigermaßen spontanen Einschätzung, ist das kaum umsetzbar, sagen wir es mal so. Wenn man temporär markiert, auch für Baustellen, größere Baustellen, wenn es über einen Monat, glaube ich, geht, muss man es ausschreiben, also Verkehrssignalisation, man muss einen Signalisationsbeschluss treffen im Stadtrat. Man muss nachher ummarkieren, man muss umrüsten, allenfalls die Tafeln.
Das ist sehr aufwendig und das muss man für jeden einzelnen Parkplatz machen. Und für jeden einzelnen Parkplatz müssen wir mit dem Kanton vorbei, weil letztendlich muss der Kanton, wir dürfen es schon vorschlagen, aber in der Kompetenz kommt dann noch ein bisschen darauf an, wo er ist. Ob es an einer Gemeindestrasse erster Klasse ist, dann ist der Kanton sowieso zuständig. Und wenn es an einer Gemeindestrasse ist, dann dürfen wir selber legiferieren, einigermaßen. Also rechtlich schwierig. Ich sage darum, fast nicht umsetzbar. Das ist mit höherem Aufwand wäre es vielleicht umsetzbar. Und was ja noch denkbar wäre, wäre quasi a priori eine temporäre Regelung, dass man irgendwie, ich weiß nicht, ob es das rechtlich gibt, dass man sagt, Parkplätze sind von dann bis dann so, das ist vielleicht denkbar, das müsste man rechtlich abklären. Oder? Man sagt, müsste noch definieren, wenn die Dörffahrerinnen und Dörffahrer das Gefühl haben, dass sie jetzt kalt, das weiß ich nicht, wenn dir das genau ist, ab wann, von wann bis wann. Meines Wissens sind Dörffahrerinnen und Dörffahrer doch relativ wetterfest, also, aber es hat sicher im Winter weniger Dörf. Vielleicht noch gleich geschwind, das Thema Autoparkplätze kommt jetzt gerade noch einmal. Also ich glaube, wir müssen die beiden Protokollbemerkungen wirklich trennen. Es sind substanziell andere Aspekte. Die einen sagen, umwandeln, der Antrag von Damian Hunker, also temporär so, hybride Nutzung. Und die andere Bemerkung ist einfach keine Autoparkplätze. Einfach zwischendrin, man muss die Zahlen wieder vergegenwärtigen. Wir haben 67'000 Parkplätze in der Stadt Luzern bei etwa 84'000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Von denen sind 15'100 öffentlich zugänglich, Parkhaus, Strassenparkplätze. Wir haben 44% autofreie Haushalte, wir haben 37'000 immatrikulierte Auto in der Stadt Luzern. Also ich glaube, da ist schon noch ein bisschen Spatzung rum. Also, aber das müssen wir dann diskutieren, wenn wir dann vielleicht das Thema im Rahmen von der Mobilitätsstrategie wieder angehen oder im Rahmen von der Klima- und Energiestrategie, kann ja das durchaus ein Thema sein. Ich habe in dem Sinne keine Empfehlung vom Stadtrat in corpore da mitgeben, sondern nur meine Ausführungen dazu machen. Besten Dank. Ich habe keine weitere Wortmeldung, dann würden wir jetzt einzeln über die zwei Protokollbemerkungen abstimmen. Ich komme zuerst zu der Protokollbemerkung von der FDP. Soll ich sie nochmal vorlesen? Um eine minimale Fläche effizient sicherzustellen, sind die vorgesehenen 30 bis 40 Autoparkplätze, welche in Motoparkplätze umgewandelt werden sollen, hybrid zu gestalten. Das heißt, dass sie für die Sommermonate das Motoparkplätze und im Winter weiterhin als Autoparkplätze dienen. Wer die Protokollbemerkung möchte zustimmen, bezeugt das mit Handzeichen. Wer sie ablehnen will, bezeugt das mit Handzeichen. Zur Sicherheit bitte ich die Stimmenzähler für euch zu kommen. Es war nicht sehr klar für mich. Oh je. Wer die Protokollbemerkung von der FDP möchte zustimmen, bezeugt das mit Handzeichen. Und wer sie ablehnen möchte, bezeugt das bitte mit Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Gibt es Enthaltungen? Nicht. Somit ist die Protokollbemerkung mit 20 zu 23 Stimmen abgelehnt. Ich komme zu der Protokollbemerkung von der SVP. Muss ich sie gerade noch suchen? Der Patrick Zibung hat sie gestellt, ich tue sie wiederholen, auf den Abbau von Autoparkplätzen wird verzichtet. Wer die Protokollbemerkung möchte zustimmen, bezeugt das mit Handzeichen. Wer sie ablehnen will, bezeugt das mit Handzeichen. Somit ist die Protokollbemerkung von der SVP abgelehnt. Wir sind immer noch beim Kapitel 5.1, Seite 12. Ich habe eine Wortmeldung von Silvio Panzanigo. Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ihr habt, hoffe ich wenigstens, meine Protokollbemerkung zugestellt bekommen, dass in der Baukommission nicht behandelt werden kann und nicht behandelt worden ist. Ich bin so eine kleine Fraktion, bin in der Baukommission nicht vertreten, also muss ich sie halt auf dem Weg einbringen. Ich danke für das Verständnis. Warum stelle ich die Protokollbemerkung? Ich will das Dach verdörfahren. Und zwar warum? Also wer auch Velo fährt, das ist nicht einmal entscheidend, ob es ein Motor zwischen den Rädchen hat. Es ist schlecht Wetter, es ist Winter, es regnet und auch vielleicht noch etwas Gröbes. Wir wollten irgendwo hinfahren, hat unten vielleicht trockene Kleider an, bis man alles ausgepackt hat, abgezogen hat, Regenkombi abgezogen, Koffer über die Töpfe aufgetan. Auch dort nass, was nicht mehr zu rechnen gibt. Das ist etwas ganz Kleines. Das wäre einfach so ein Benefit für das ganze Projekt. Darüber hinaus auch, und wir erinnern uns an die Vorlage Veloparkierung Bahnhof, dort hat man gesagt, es braucht einen Mehrwert, damit der Anreiz besteht, die Anlage auch zu brauchen. Und da haben wir bisher auf der Basis von der B und A kein Mehrwert für Leute, die mit Roller oder Töpfen unterwegs sind. Sie müssen zwar etwas zahlen, sie haben ein bisschen mehr Parkfläche, aber der Mehrwert von einem zusätzlichen Schutz, der ist ja beim Bahnhof ziemlich stark gewichtet worden, der ist einfach nicht da. Und das ist mehr oder weniger genau das Gleiche vom Baulichen her, wo man bei Abstellanlagen für Velo hat. Das ist also nicht irgendwie besonders kostspielig. Das gibt es auch an anderen Orten. Also in Freiburg weiss ich genau, wo hinstellen. Dort sind deckte, unentgeltliche TÜV-Parkplätze. Also sind Sie doch ein bisschen gnädig und tun Sie den TÜV-Fahrer und den Rollerfahrer auch das zubilligen, was Sie sich selber als Velofahrende wünschen, wenn Sie an einem Ort ankommen und im strömenden Schiff, sagen Sie jetzt so, sich umziehen. Danke. Keine weitere Wortmeldung aus dem Rat. Ich nehme an, der Kommissionspräsident hat sich... Ja, Rieska Domann. Herr Silvio Banzanigo hat schon gesagt, die Protokollbemerkung ist in der Baukommission nicht gestellt worden. Besten Dank. Dann gebe ich das Wort dem Adrian Borgula. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, darum hat auch der Stadtrat keine Haltung dazu. Aber ich kann dazu sagen, dass wir natürlich selbstverständlich keinen Anspruch haben, bei Zweiradparkierung ein Dach zu machen. Wir machen das manchmal, wenn es geht, wenn es von den Umständen her geht. Wir wollen aber eigentlich grundsätzlich die Stadt nicht zu fest möblieren mit fixen Elementen. Auch unter der Kritik manchmal von den Velofahrenden. Es hat sehr viele Veloparkplätze, die nicht gedeckt sind. Es gibt aber auch deren, die gedeckt sind. Und da wird es eine Entwicklung weitergeben. Was ich nicht kann unterstützen kann, ist, dass es keinen Mehrwert in dieser Vorlage für TÜV-Fahrende gibt. Wir schaffen 200 bis 300 zusätzliche TÜV-Parkplätze. Das ist, glaube ich, doch ein deutlicher Mehrwert. Dann stimmen wir jetzt über die Protokollbemerkung von Silvio Bonzanigo ab. Ich tue sie nochmal wiederholen. Stimmen Sie den folgenden
Der Motoparkplätze werden mit einem Schutzdach versehen. Wer die Protokollbemerkung zustimmt, bezeugt das mit Handzeichen. Wer sie ablehnen will, bezeugt das jetzt mit Handzeichen. Somit ist die Protokollbemerkung von Silvio Bonzanigo abgelehnt. Wir fahren weiter im Detail auf Seite 13, 5.1.1, finanzielle Auswirkungen, 5.2, 5.2.1, Standorte des Pilotversuches, dann Tarife, 5.2.2, Rieska Domann. Frau Präsidentin, die Baukommission stellt folgenden Antrag. Artikel 10 des Reglements über die Gebühren für das zeitlich beschränkte Parkieren, Parkgebührenreglement, soll um folgenden Satz ergänzt werden. Der Stadtrat kann für Anwohnende eine jährliche Gebühr vorsehen. Der Antrag ist mit 11-0 Stimmen in der Baukommission überwiesen worden. Besten Dank. Der Stadtrat opponiert dem Antrag nicht. Gibt es aus dem Rat? Das scheint nicht der Fall zu sein. Somit ist der Antrag von der Baukommission überwiesen. Wir fahren weiter. Rieska Domann. Die Baukommission hat noch eine Protokollbemerkung zum Kapitel 5.2.2, die lautet: Vor einer definitiven Einführung von Parkgebühren für Motos im Nachgang zum Pilotversuch ist aufzuzeigen, wie eine Dauerparkierung auf öffentlichem Grund für BewohnerInnen ausgestaltet werden kann. Sinngemäß ähnlich wie für AutofahrerInnen, die nachweisen können, dass sie keinen Parkplatz auf privatem Grund benutzen können. Die Protokollbemerkung ist mit 10-0 bei einer Enthaltung überwiesen worden. Gibt es dazu Wortmeldungen? Scheint nicht der Fall zu sein. Somit ist auch die Protokollbemerkung von der Baukommission überwiesen. Wir gehen weiter im Detail und sind auf Seite 15, finanzielle Auswirkungen. 5.2.4, Dauer des Pilotprojektes, Maßnahmen und Abschluss des Pilotprojektes, Seite 16, rechtliche Anpassungen, Umgang mit Elektromotos. Zu dem Kapitel gibt es wieder eine Protokollbemerkung. Ich gebe das Wort dem Baukommissionspräsident Rieska Domann. Die Baukommission beantragt folgende Protokollbemerkung. Elektromotos sind so schnell wie möglich von der Gebührenpflicht zu befreien. Die Protokollbemerkung ist mit 9-1 Stimmen bei einer Enthaltung überwiesen worden. Der Stadtrat opponiert zu dieser Protokollbemerkung. Patrick Zibung. Ja, geschätzte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe jetzt gerade im Kopf gehabt, dass der Stadtrat opponiert, dann müssen wir ja keinen Ablehnungsantrag stellen, oder? Dann gebe ich das Wort im Adrian Borgola, du hast dich gemeldet. Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Stadtrat opponiert in dieser Protokollbemerkung. Es wäre jetzt vielleicht, wenn es ein Postulat wäre, ein Fall, wo man würde sagen, teilweise erheblich, aber das gibt es bei der Protokollbemerkung nicht und wir leisen halt sobald als möglich, sobald als technisch möglich, soll man von der Gebührenpflicht befreien. Und die Entscheidung. Wir sind offen, das zu prüfen. Wir wollen aber keinen Vorentscheid jetzt fällen. Und zwar vor allem, wir haben das ja auch schon in der Autoparkierungsdiskussion diskutiert. Soll man die Antriebsart bei der Parkierung bevorzugen oder nicht? Oder fördern oder nicht?
Und wir haben dort bei der Autoparkierung haben wir auch noch ein bisschen probiert und es hat ja noch Anträge gegeben, man könnte ein bisschen teurer werden bei den Fossilen und so, das geht ja wieder technisch nicht. Ganz befreien hat man nicht für sinnvoll gefunden und das müsste man doch einfach wirklich sorgfältig prüfen, bevor man so einen Schritt würde machen. Die Flächeneffizienz müssen wir ja berücksichtigen. Eine Töffzahl, ein Fünftel von einem Preis für die Autoparkierung, für die Benutzung vom öffentlichen Raum, der allen gehört. Die Umwelteffizienz kann man auf anderen, wird zum Teil über andere Kanäle gefördert. Man müsste dann wahrscheinlich die Diskussion noch einmal aufnehmen über E-Auto und Auto. Das wäre nicht so logisch, wenn man es bei den TÜV machen und bei den Auto nicht, aber das kann man. Muss nicht alles logisch sein. Aber eine wichtige Frage, die man auch noch müsste beantworten, wo kommen eigentlich die Umsteigerinnen, die von E-TÜV umsteigen, her? Also wenn es einfach dazu führt, dass man von einem E-Velo auf einen E-TÜV umsteigt, dann ist der Gewinn, der Umweltgewinn, klein. Und es gibt Zahlen, wir haben mal eine Zeit lang ein Projekt in der Stadt, wo wir E-Scooter-Beschaffung gefördert haben. Das ist dann vom Parlament abgeläutet worden. Und man hat auch dort geschaut, woher kommen eigentlich die Umsteigerinnen und Umsteiger und sind halt schon mindestens zur Hälfte eigentlich vom Velo hergekommen. Und das kann dann auch nicht das Ziel sein. Und darum sage ich mir, man kann das prüfen, man will aber jetzt nicht einfach einen Vorentscheid über das Knie brechen und darum opponiert der Stadtrat in dieser Protokollbemerkung. Besten Dank. Dann würden wir jetzt abstimmen. Wer die Protokollbemerkung, ich wiederhole sie noch, Elektromotos sind so schnell wie möglich von den Gebührenpflicht zu befreien, möchte ich zustimmen, bezüglich das mit Handzeichen. Wer sie ablehnen möchte, bezüglich das mit Handzeichen. Gibt es Enthaltungen? Ich muss noch mal auszählen. Bitte die Stimmen zählen, noch mal vorzukommen. Wer die Protokollbemerkung möchte zustimmen, bezüglich das jetzt mit Handzeichen. Wer sie ablehnen möchte, bezüglich das mit Handzeichen. 1, 2, 3, 4. Da es Gleichstand ist, müssen wir es nochmal auszählen. Ich stelle Sie nochmal die Frage, wer Protokollbemerkung möchte zustimmen, bezüglich das mit Handzeichen. Handzeichen.
Wer enthaltet sich? Gibt es Enthaltungen? Ihr seid sicher, dass ihr richtig ausgezählt habt? Eine Abstimmung vorher. Gut. Somit ist die Protokollbemerkung mit 21 zu 22 zu 1 abgelehnt worden. Wir fahren weiter im Kapitel 6 auf Seite 18, Projektplan, auf Seite 18, Übersicht, Finanzierung und Folgekosten, Kapitel 9, parlamentarische Vorstöße. Dann kommen wir auf Seite 20 zum Antrag. Abstimmung auf Seite 21. Die SVP hat ja im Eintreten eine ablehnende Kenntnisnahme gestellt. Gibt es dazu noch Wortmeldungen? Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer den vorliegenden Bericht Motoparkierung zustimmen zur Kenntnis nimmt, bezeugt das mit Handzeichen. Wer ein Ablehnend zur Kenntnis nehmen wird, bezeugt das mit Handzeichen. Gibt es Enthaltungen? Somit ist der Bericht Motoparkierung zustimmend zur Kenntnis genommen worden. Die Beschlussziffer Römisch 2 unterliegt dem fakultativen Referendum. Wir müssen den auszählen. Ich bitte die Stimmenzähler noch mal nach vorne zu kommen, bitte. Ich stelle die Frage, wer den Änderung Artikel 10a Parkgebühr für Motorräder vom Reglement über die Gebühren für das zeitlich beschränkte Parkieren vom 12. November 2020 inklusive, also da kommt noch der Satz dazu, wo wir von der FDP-Fraktion überwiesen haben. Der Stadtrat kann die Anwohnenden eine jährliche Gebühr vorsehen. Zustimmt, bezeugt das mit Handzeichen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Wer es ablehnen möchte, bezeugt es mit Handzeichen. 2. Enthaltungen gibt es nicht. Somit haben wir die Änderung zugestimmt mit 42 zu 2 Stimmen. Wir kommen zur Abstimmungsziffer Römisch 3. Wer die Abschreibung vom Postulat 60 Max Bühler und Nico van der Heijden namens der SP-JUSO-Fraktion, Stefanie Weiss namens der Grünen Jungen Grünen sowie der Laura Kopp und dem Andras Özvegi vom 8. April 2013 kein Gratisparken nachhaltige städtische Mobilität zustimmen möchte, bezeugt das mit Handzeichen. Wer es ablehnen möchte, erhebt Hand. Enthaltungen
Somit haben wir den Postulat 60 als erledigt abgeschrieben. Wir kommen zur Abstimmung Römisch 4. Wer die Abschreibung vom Postulat 10, Andreas Felder namens der CVP-Fraktion vom 14. September 2020, keine Diskriminierung von Motorrädern zustimmt, bezeugt das jetzt mit Handzeichen. Wer es ablehnen möchte, bezeugt das jetzt mit Handzeichen. Enthaltungen. Somit haben wir das Postulat 10 als erledigt abgeschrieben. Das Traktandum 3 ist geschlossen. Wir haben 11:45 Uhr. Ich hätte eine Frage an den Rat, und zwar, wie ihr ja am Anfang, wie ich euch mitteilt habe, hat Martin Merki ja einen Termin, den er am Nachmittag muss wahrnehmen. Durch das, dass wir jetzt eigentlich laut Traktandenliste den zweiten B und A noch nicht haben können behandeln, erst am Nachmittag, schlage ich im Rat vor, dass wir das Traktandum 5 vor das Traktandum 4 nehmen. Das heisst, wir würden nach dem Mittag zuerst die Dringlichen machen, dann das Traktandum 5, also der B und A, Sicherheit durch Prävention, wo unter dem Martin Merki liegt, und nachdem würden wir dann die Änderung von der Bau- und Zonenordnung behandeln. Ist das für euch in Ordnung? Ich stelle fest, das ist okay. Dann wünsche ich euch einen guten. Wir treffen uns um 14:00 Uhr wieder da. Und bis dann.